you. Thanks for the kind introduction. And now I switch to German, of course. Bei der Katalogisierung der koptischen Handschriften aus dem Bestand der Staatsbibliothek Berlin hatte ich auch mit Handschriften aus dem Besitz des Sammlers Dietz zu tun, die dieser bei Veräußerung der Bibliothek des schwedischen Gelehrten Henrik Benzelius erworben hatte. Die Frage nach der Herkunft der koptischen Handschriften wurde besonders durch einen Vermerk in beiden Handschriften, Capucin du Caire, angeregt und zusätzlich durch den Umstand, dass Theodor Petreus, einer der deutschsprachigen Pioniere koptischer Studien in Europa, eine ähnliche Handschrift aus dem Besitz von Isaac Fossius in Leiden genutzt hat. Welchen Weg sind diese Handschriften gegangen? Haben wir es vielleicht bei den koptischen Handschriften aus der Sammlung Dietz mit Manuskripten zu tun, die wenigstens zeitweise zum Bestand der Königlichen Bibliothek in der Christina von Schweden in Stockholm gehörten und welche einerseits einen außerordentlichen Zuwachs an Manuskripten erlebte, andererseits auf sehr unübersichtliche Weise wieder zerstreut wurde? Wir sind über Herkunft und anschließende Zerstreuung der Königlichen Bibliothek dank der Forschung von Otto Walde und Christian Kalmer gut über die Sammlungstätigkeit Christinas informiert. Dieses Wissen konzentriert sich jedoch in erster Linie auf die abendländischen Bücher und Manuskriptschätze. Weitaus weniger ist über orientalische Handschriften bekannt, die Bestandteil der Sammlung von Königin Christina waren. Mit der zunehmenden Digitalisierung und der Online-Stellung von Handschriftenmaterial sind Forschende jedoch heute weitaus schneller und einfacher in der Lage, Handschriften einzusehen und anhand von Besitzer und anderen Vermerken Provenienzforschung zu betreiben. Was wissen wir also über die orientalischen Handschriften in dieser Bibliothek? Was und warum wurde gesammelt? Und welche Rolle spielten dabei sowohl die Sammlerin Christina von Schweden als auch die Gelehrten, die sie als Berater und Bibliothekare nach Stockholm geholt hatte? Diese Fragen sollen im Fokus meines Vortrages stehen. Dass wir während dieser Konferenz, wenn es um Sammler orientalischer Handschriften geht, in den meisten Fällen von Männern sprechen, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass Frauen sich nicht als Sammlerin betätigten. Innerhalb der Frühneuzeitforschung hat die Rolle von Fürstinnen in bibliothekarischer Sammlungstätigkeit zunehmend Beachtung gefunden. Ich verweise nur auf die schöne Festschrift für Gilles Bepler aus dem Jahre 2018, die unterschiedlichste Aspekte von Bildungs- und Sammlungsinteressen von Frauen in jener Zeit beleuchtet. Bibliotheken, zusammengetragen von fürstlichen Sammlerinnen, spiegeln sehr schön den kulturellen Transfer in Europa jener Zeit wieder. Ebenso die Kommunikationsnetzwerke der Sammelnden. Bibliotheken repräsentieren zudem die spezifischen persönlichen Interessen der Sammelnden und prägen den Sammlungshorizont, der sich spätestens ab dem 16. Jahrhundert zunehmend auch auf außereuropäische Kulturen und Räume erstreckt. Alle diese Aspekte, also kultureller Transfer, Kommunikationsnetzwerke, die persönlichen Interessen, werden bei der Untersuchung der Bibliothek von Christina von Schweden deutlich, welche eine der bekanntesten fürstlichen Sammlerinnen des 17. Jahrhunderts ist. Durch den frühen Tod des Vaters, König Gustav Adolf II., wird sie schon als Kind und Jugendliche auf ihre Rolle als Regentin vorbereitet, was eine gediegene Ausbildung beinhaltete. Neben dem Studium moderner Sprachen, nämlich Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch, ist ihr Hauptstudienfach Latein, weiterhin Geschichte und Religionskunde. Alles in allem zeigt sie außergewöhnliches Interesse und außerordentliche Anlagen für literarische Studien, was auch der Philosoph René Descartes, der kurze Zeit am schwedischen Hof weilte, bescheinigt. Er sagte: Diese große Leidenschaft, mit der sie die Literatur zu lernen wünscht, treibt sie jetzt vor allem dazu, die griechische Sprache zu pflegen und viele alte Bücher zu sammeln. Aber das wird sich vielleicht ändern. Es änderte sich nicht.
Die Liebe zu Büchern und Manuskripten blieb bestehen und einen nicht unerheblichen Teil ihrer Bibliothek nahm sie nach ihrer Abdankung nach Rom mit, wo diese Bücherbestände Aufnahme in die Vatikanische Bibliothek fanden, heute relativ einfach im Online-Katalog zu identifizieren. Christina sah den Aufbau ihrer Bibliothek nicht nur als standesgemäße Aufgabe an, deren Außenwirksamkeit darin lag, Macht und Reichtum des Königshauses zu repräsentieren. Die Bibliothek mutierte mehr und mehr zur Privatbibliothek. Die Übergänge sind hier fließend, was die Forschung zur Zusammensetzung der Sammlung, insbesondere der orientalischen Handschriften, noch schwieriger macht. Christina sah im Bibliotheksaufbau eine Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Interessen zu verwirklichen. Die Gelehrten, die sie als Bibliothekare an ihren Hof einlud, trugen dazu bei, dass auch Literatur außereuropäischer Kulturen ihren Weg in die königliche Sammlung fand, obwohl Christina nicht über die entsprechenden Sprachkenntnisse verfügte. Die Königliche Bibliothek in Stockholm setzte sich zu Christinas Regierungsantritt nicht unerheblich aus Beutegut des Dreißigjährigen Krieges zusammen. Wir haben es in jener Zeit mit einer, euphemistisch gesprochen, ungeheuren Umverteilung der bibliothekarischen Schätze zu tun, was sich aber auf jede der kriegsführenden Seiten bezog. Jedoch vollzog sich das nicht in einem rechtsfreien Raum. Auf diese juristische Seite kann ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht eingehen. Ich will nicht schon als erste Rednerin also hier hoffnungslos überziehen, aber vielleicht ist das auch ein Punkt, den wir in der Diskussion ansprechen können, eben auch die Frage der Beute, die gestern Banu Karadzai ja auch angesprochen hatte. Besonders gegen Ende des Krieges war nämlich Eile vonnöten, eroberte Handschriftenbestände so schnell wie möglich zu sichern. In unserem Fall nach Schweden zu bringen. Denn Artikel 16 des Osnabrücker Vertrages besagte, dass jede beim Friedensschluss noch nicht weggeschaffte Kriegsbeute, der Begriff Beute fällt übrigens im gesamten Vertrag nicht, ihrem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden musste. So kam es ab 1647 zu einer bedeutenden Erweiterung der Bibliothek am Königlichen Hof in Stockholm. Kriegsbeute aus Mähren, aus Böhmen, insbesondere aus Prag, ich nenne da nur die Kunstkammer von Rudolf II., kam hinzu. Hierfür mussten nun Bibliotheksräume eingerichtet werden und vor allen Dingen ein Bibliothekar und Mitarbeiter zu seiner Unterstützung eingestellt werden. Ich habe hier einmal eine Liste der Bibliothekare zusammengestellt, die prägend für den Aufbau der Bibliothek waren. 1649 holt die Königin den jungen Philologen Isaac Fossius als Bibliothekar und Lehrer für griechische Sprache nach Stockholm. Kurz danach wird Ende 1649 dessen Freund Nikolaus Hensius als Sekretär für lateinische Korrespondenz angestellt. Und wir sehen bei diesen Beispielen schon, dass die beiden mit ihren Tätigkeitsfeldern die grundlegenden Interessen der Königin bedienten. Gleichzeitig fungierten sie nämlich auch als Lehrer. In den folgenden zwei Jahren haben sich besonders diese beiden jungen Gelehrten der königlichen, Bibliothek ihr Gepräge gegeben. Wenn wir einmal die Liste der Bibliothekare mit dem Netzwerk von Fossius und Heinsius vergleichen, sehen wir deutlich die Schnittmengen. Ich habe dieses Netzwerk mal so ein bisschen heruntergebrochen, ansonsten wäre es wirklich sehr unübersichtlich geworden. Man muss hinzusetzen, dass sowohl Nikolaus Heinsius als auch Isaac Fossius durch ihre berühmten Väter, die auch Gelehrte in Leiden waren, quasi deren Netzwerke mitgeerbt haben. Das heißt, das Netzwerk wird dann über sozusagen die großväterlichen Einflussnahmen noch viel größer und umfangreicher. Rot habe ich hier markiert die Person aus dem Netzwerk, die am Hofe von Christina von Schweden wirkten, sei es als Bibliothekare, sei es als Gelehrte und Berater,
Da können wir insbesondere auch Claude Soumaise hinzuziehen, der zwar nicht als Bibliothekar am Hofe wirkte, sondern als Orientalist und Grezist, der die Verbindung zu der French Connection hin zu Bouchard, Naudet und schließlich zu Peiresque auch herstellte. Wir haben hier zwei große Cluster quasi. Wir haben einmal die Leiden-Connection, wenn ich es mal so bezeichnen will, andererseits dann eben auch die French-Connection. Vossius und Heinsius entwickelten sich quasi durch ihr Elternhaus zu Bibliophilen. Der Vater von Vossius besaß eine der wertvollsten Handschriftensammlungen jener Zeit und diese wurde im August 1649 für 20.000 Gulden an die Königliche Bibliothek in Stockholm verkauft. Das war quasi auch ein Kopplungsgeschäft, denn mit dem Verkauf der Bibliothek nach Stockholm war die Auflage verbunden, dass Isaac Heinsius auch als Bibliothekar eingestellt wird. Isaac Vossius eilte der Ruf voraus, ein begnadeter Bookhunter zu sein, der rasch den Wert einer Handschrift erkannte, gleichzeitig auch beim Verkauf ein Händchen dafür hatte, maximalen Gewinn aus einer Handschrift zu ziehen. Er konnte Handschriften aber auch als bloße Austauschobjekte oder als Geldanlage ansehen, was wir unter anderem durch seine Bücher wissen, die er in Auktionen verkauft hat. Diese Talente wusste Christina bei der Verwaltung ihrer Handschriftentransaktionen sehr zu nutzen. Großzügigerweise stellte Isaac Vossius seine eigene Handschriftensammlung, die über 500 Handschriften umfasste, ebenso wie Heinsius der Königin zur Verfügung. Das heißt, sie wurde in die königliche Sammlung aufgenommen und mit dieser vermischt. Der rasche Zuwachs an Büchern und Handschriften bedurfte nun auch einer raschen Katalogisierung, was aber nicht unbedingt nach dem Geschmack der beiden Bibliothekare war. So schreibt Vossius im Mai 1650 aus Stockholm an seinen Freund Heinsius, der sich auf Erwerbungsreise in Norddeutschland und Leiden befand. Er schrieb: Es wird dir nicht entgangen sein, dass die Anzahl der Bücher unendlich groß ist, deren Index allein ein ansehnliches Buch ergeben würde. Füge hinzu, das gerichtet an die Königin, dass sie in Deutsch oder Böhmisch sind, einer Schrift, Skripturam, die ich nicht kenne. Aber vor allem solltest du wissen, ich bin kein Deutscher. Ich bin völlig ungeeignet für solche Arbeiten. Lieber macht er sich, ebenso wie Heinsius, auf Bücherjagd, die ihn von Mai bis September 1650 nach Paris führt. Hier trifft er auf Gabriel Naudet, der seit 8 Jahren die Bibliothek des Kardinals Mazarin betreut. Naudet übrigens bekannt für das erste französische Handbuch des Bibliothekswesens, also Advis pour dresser une bibliothèque. Vossius und Naudet schwebte eine riesige, ideale Bibliothek vor, die sie ohne jegliche finanzielle Schwierigkeiten nach ihrem eigenen Ermessen aufbauen konnten. Ein Zeitgenosse notiert, welche Pläne Vossius mit seiner Bibliothek hat. Er schrieb, seine Bibliothek, allein schon der Ausdruck seine, zeigt, wie sehr er sich mit der königlichen Sammlung identifiziert, soll die schönste in Europa werden und die von Mazarin weit übertreffen. Vossius ist in der Lage, größere Erwerbungen zu tätigen. Das ist einmal die Sammlung von Alexandre Petau, das sind etwa 2000 Bücher und Manuskripte. Das ist die Sammlung von Gilbert Goulmin, Grezist und Orientalist, die mehrheitlich arabische und hebräische Handschriften umfasst, dazu armenische, persische, koptische und kein einziges griechisches Manuskript, wie Vossius etwas enttäuscht anmerkt. Und dann auch die orientalischen Handschriften aus der Bibliothek Mazarin, die dieser auf, durch diesen Schachzug vor der Beschlagnahme durch die Fronde, also die Aufstände gegen seine Person, bewahren wollte. In Paris trifft er auch Gelehrte, deren Arbeiten der Königin nicht unbekannt sind und die Vossius gern zu seiner Unterstützung an den Hof in Stockholm holen möchte. So Samuel Bouchard, der eine gute Kenntnis verschiedener orientalischer Sprachen besaß, vor allem Arabisch, aber auch Syrisch, Hebräisch und Äthiopisch, und der ihm bei der ungeliebten Katalogisierungsarbeit von Nutzen sein könnte.
trotz aller Abneigung gegenüber derartigen Arbeiten macht er sich im Laufe des Jahres 1651 daran, einen ersten Handschriftenkatalog zu verfertigen, der den Stand von 1649 widerspiegelt. Es finden sich da übrigens auch nur 12 orientalische Handschriften wieder. Durch die sehr knappen Angaben ist es überhaupt in diesem Katalog so gut wie unmöglich, eine genauere Identifizierung vorzunehmen. Also bei 270 Fällen wissen wir gar nicht, worum es geht. Und Sie sehen hier vielleicht auch, da ist dann einfach auch nur ein arabisches Buch angegeben, zum Teil dann noch eine Bemerkung dazu, Forte est Grammatica, ja, vielleicht eine Bibliothek, was mich dann manchmal auch etwas zweifeln lässt an den Arabisten, an den arabischen Kenntnissen von Vossius. Bouchard macht sich im Juni 1652 an die Arbeit, die orientalischen Handschriften zu ordnen. Alles in allem findet er ein großes Durcheinander in der Bibliothek vor. Er schreibt: Der größte Teil der Bücher liegt in einem unübersichtlichen Haufen auf dem Boden oder ist in Kisten übereinander gestellt, sodass ich keinen Gebrauch davon machen kann. Und ich verliere mich in einer solchen Menge von Büchern und finde nur mit unglaublicher Mühe, was ich brauche. Zudem hatten auch Höflinge ungehindert Zutritt zu dieser Bibliothek und bedienten sich wohl auch in dieser Bibliothek, quasi der Albtraum eines Bibliothekars, der jegliche Übersicht ja auch verliert. Schließlich wird auch Gabriel Naudet hinzugezogen und gemeinsam ordnen die beiden nun ein Jahr lang die Bibliothek. Naudet kritisiert besonders die Zusammensetzung der Bibliothek. Bei gedruckten Büchern ist Theologie überrepräsentiert, Manuskripte sind überreich vertreten und häufig in Duplikaten vorhanden. Das muss kein Nachteil sein, sagt er. Diese Exemplare wären gut zum Tausch geeignet. Ob neben den Sortierungsarbeiten auch ein Katalog über die Orientalia verfasst wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Später kehrt, ich will darauf nicht näher eingehen, Vossius wieder nach Stockholm zurück für ein Jahr, um bis zur Abdankung Christinas nochmal einige Zeit dort zu wirken. Und wir wissen nicht, in welchem Zustand er schließlich die Bibliothek zurücklässt. Er ist also tief enttäuscht, als er nach Leiden zurückkehrt. Sein Plan, eine der bestausgestatteten Bibliotheken aufzubauen, ist gescheitert, hinterlassen in einem chaotischen Zustand, die eigene Bibliothek vermischt mit den anderen Bibliotheksbeständen und immer noch wartend auf sein Gehalt von mindestens 2 Jahren. Christina erlaubt ihm daraufhin als Kompensation aus ihrer Bibliothek Bücher und Manuskripte mitzunehmen, nicht nur seine eigenen, was schließlich dann zu Anschuldigungen führt, Vossius hätte Bücher aus der Bibliothek gestohlen. Aus diesem ganzen Hin und Her, ich will hier nicht näher ins Detail gehen, können wir schließen, dass es nicht einfach ist, über den Bestand der orientalischen Handschriften in der Königlichen Bibliothek genauere Auskunft zu geben. Viele dieser Handschriften, so die Bibliothek Gulmain, geht wahrscheinlich, weil nicht bezahlbar, nach Paris zurück und gehört heute zur Bibliothek Nationale. Wir wissen aber nicht genau, ob der gesamte Bestand dieser Bibliothek, es sollen 400 Manuskripte gewesen sein, schließlich auch wieder zurückgeführt wurde. Denn wenn wir uns wenn wir den Katalog der Gulmainschen Handschriften in der Bibliothek Nationale anschauen, dann finden wir da nur 351 Bücher. Wo sind die 49 anderen geblieben? Oder war es nur eine Schätzung von Vossius, dass 400 Handschriften nach Stockholm gekommen sind? Auch die Bibliothek Mazarin geht wohl zu großen Teilen wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück, nachdem die Aufstände in Frankreich niedergeschlagen sind. Nehmen wir nun die eingangs erwähnten koptischen Handschriften als Illustration, um zu zeigen, welche orientalischen Handschriften für die Bibliothekare von Interesse waren. In der Stockholmer Bibliothek müssen beide koptische Handschriften zeitweise gewesen sein.
Das zunehmende Interesse an orientalischen Handschriften zu Beginn des 17. Jahrhunderts stand im Zusammenhang mit der Entstehung einer wissenschaftlichen Textkritik der Bibel, die theologische wie philologische Aspekte umfasste. Es gehörte zum guten Ton, dass Bibelwissenschaftler sich auch mit orientalischen Sprachen beschäftigten, um deren Verhältnis zum neutestamentlichen Griechisch untersuchen zu können. Eine besondere Rolle kam dabei dem Koptischen zu, von dem sich die Gelehrten wichtige Erkenntnisse im Streit um die Sprache des Neuen Testaments erhofften. Besonders wertvoll waren für die Vertreter der koptischen Studien zweisprachige Exemplare von Bibelhandschriften, wo neben der koptischen Kolumne die arabische Version in einer Parallelkolumne ausgeführt ist. Woher stammen nun beide Handschriften? Der bereits erwähnte Vermerk deutet auf die Kapuziner von Kairo, die ab 1633 von dem französischen Gelehrten Piresque gebeten wurden, sich nach koptischen Handschriften umzutun. Diese werden fündig, insbesondere in den Klöstern im Wadi Natrun, unweit von Kairo und im Antoniuskloster, manchmal im Austausch mit liturgischem Gerät aus Silber, manchmal mit gedruckten Büchern. Dass die koptischen Mönche sich nicht immer die besten Handschriften herausrückten, zeigt sich auch bei der Handschrift Dietz A. Folio 37 eines Psalters, wo die arabische Kolumne nur auf den ersten 17 Folien ausgeführt ist. Es ist also ein unvollständiges Exemplar, wie auch etliche andere zweisprachige Exemplare, die sich heute noch in europäischen Bibliotheken finden. Hier ist sozusagen zweite Wahl auch weitergegeben worden. Aller Wahrscheinlichkeit gelangte die Handschrift über die French Connection an Fossius. Das heißt, von Piresque über Soumaise. Soumaise war Lehrer von Fossius und hat ihm sehr viele orientalische Handschriften überlassen. Und wir kennen aus vielen Handschriften, die nachweislich im Besitz des Fossius waren, handschriftliche Einträge seines Lehrers Soumaise, die diesen Transmissionsweg bezeugen. Zu den weiteren Besitzerwechseln sind zwei Szenarien denkbar. Erstens, Fossius nimmt die koptischen Handschriften wieder mit nach Leiden. Es sind Dubletten, er lässt eventuell Handschriften dort oder nimmt sie insgesamt mit nach Leiden. Zwar können die Handschriften nützlich für seine Septuaginta-Studien sein, jedoch scheint er weniger davon Gebrauch gemacht zu haben, wohl weil er des Koptischen nicht mächtig war. Er sieht diese Handschriften wohl eher als Verkaufs- und Tauschmasse. Eine Evangelienhandschrift bietet er 1666 in einer Auktion an. Theodor Petreus, bereits erwähnt, erhält den Zuschlag, kann aber den Verkaufspreis nicht aufbieten. Schließlich wird die Handschrift nach England verkauft. Zweites Szenario. Die Handschriften verbleiben in Schweden, wo Teile von Christinas Bibliothek nach Uppsala kommen. Ist das also der Weg, auf dem Benzelius in den Besitz der Handschriften gekommen ist? Wir können die Frage noch nicht abschließend klären. Diese verzwickten Ankaufs- und Verkaufsbewegungen in der Bibliothek der Christina bedürfen nun weitere Untersuchungen. Und nützlich wäre eben eine digitale Aufarbeitung von Erkenntnissen, die wir aus dem Vergleich des einzigen Manuskriptkataloges mit anderen Katalogen haben. Ein schönes Beispiel, wie das geschehen kann, ist das Biblissima-Projekt, wo zum Beispiel die Sammlung von Alexandre Petot mustergültig aufgearbeitet ist. Und auch eine weitere Aufarbeitung des Korrespondenznetzwerkes von Isaac Fossius könnte zusätzlich Aufklärung geben, wo zum Beispiel im EMLO-Projekt sind schon sehr wichtige Beiträge dazu geliefert worden. Dankeschön.